Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ich muss gleich erstmal einen Schluck trinken. Weil meine Stimme ist noch nicht ganz geölt. Ja, wir sind im Drei-Elmland-Palast und da oben ist jetzt der Sitz für die Drei, für den Rat der Drei, sozusagen fertig. Hier oben sind ein paar Monster gespawnt hin und wieder. Vielleicht ist es hier immer noch ein bisschen dunkel. Zumindest wenn es dann Nacht wird, wird es hier ein wenig dunkel. Hier oben rennt man natürlich nicht drauf lang. Hier ist er. Der Rat der Drei. Der Sitz. Ne? Der Rat der Drei. Der hier dann über... Man kann sich auch draufsetzen. Ich kann auch mal zeigen, wie man aussieht, wenn man hier drauf sitzt. So. So nämlich. Da könnten wir eigentlich mal... Nö. Ein Thumbnail von machen, wollte ich gerade sagen. Und aufstehen tut man mit SDRG. Für alle, die es nicht wissen. Ja. Das habe ich also genauso gemacht wie da unten. Der Rat der Drei... kann also hier oben dann thronen. Was gibt's noch Neues? Da schauen wir doch mal. Denn die ersten haben sich schon beworben für den Rat der Drei. Es sind insgesamt 6, die sich beworben haben. Und die habe ich ja mal hier hinten auf die Tafel gesetzt. 3 Tage lang wird die Bewerbung gehen. Das heute ist der 2. Tag, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und beworben hat sich... Hi, Sensemann. Der Matze, die Oma Luise, der Mesmesheim, der Mirko Lennart und, oder Lenhard und der Lord, der Regent der Nebelande, der Shadow Skulls. Alle die haben sich beworben, vielleicht kommen hier noch Schilder zu. Und aus diesen Leuten wird dann, werden dann die 3 Ratsmitglieder und die wahrscheinlich 3 Ersatzmitglieder gewählt. Müssen wir mal schauen. Wie schon gesagt, die Bedingungen sind, müsst einen Kanal haben, der mindestens 1 Jahr alt ist. Und ihr müsst, was war das zweite? Ach ja, eine originale Minecraft-Version solltet ihr haben. Das war's, glaube ich. War noch irgendwas? Ich glaube, es war noch irgendwas. Aber naja, guckt euch einfach nochmal das Video an. Ich kann das, kann ich nicht einblenden. So, jetzt schauen wir mal hier unten. Das Ding ist nämlich auch fertig. Unser Kontor sozusagen ist noch nicht fertig, aber... es ist dicht dran, fertig zu sein. Oh, ouch. Diese Leiter ist saugefährlich. Da sollten wir mal was Besseres machen. Ich hätte ja auch hier unten lang gehen können. Hätte ich machen können, tun. Aber habe ich nicht. Naja, man kann nicht alles haben. So, schauen wir mal. Hier sind jetzt die einzelnen Bootsabteilungen. Da habe ich erstmal nur Holz reingelegt. Da müssen wir hier vorne müssen wir noch eine Eisentür hinmachen. Das können wir gleich mal zusammen machen. Und da unten sind immer irgendwelche Skelette am Rumplanschen. Eisentüren, das sind dann immer gleich 3 Stück. Die muss auf jeden Fall hier vorne hin, weil das Ganze soll ja auch versiegelt werden. So, eine Eisentür. Da machen wir jetzt noch Knöpfe hin. Am besten aus Stein, wenn wir den da haben. Hier haben wir noch 2 Goldbarren. Da hatten wir noch mehr von, ne? Wir hätten noch mehr Goldbarren irgendwo. Hier? Nö. Aber hiervon können wir mal 2 Knöpfe machen. 1, 2... und 1, 2 für eine Trittplatte brauchen wir da. Machen wir erstmal Knöpfe, die gehen so. Zack. Und eine Trittplatte, die geht so. Zack. Machen wir nämlich folgendes. Die Türen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hier ist alles vollgemüllt schon. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, da können wir noch ein wenig was vollmüllen. Und das Boot kann eigentlich schon mal zu den Eichenholzbooten. Eichenholz. So, zack. Ein Boot ist schon da. Und jetzt kommen die beiden Knöpfe, kommen hier rechts und links ran. Dann kann man hier drauf drücken. Man muss natürlich schnell sein, ne? Oh, es ist auch ein neues Geräusch. Da hängt eine schöne Uhr und hier kommt nochmal eine eiserne Platte hin oder eine Steinplatte, um die Tür zu öffnen und zu schließen. Hier sind jetzt die Waren für die Leute, für die Helden des 3M-Landes. Hier können sie sich bedienen an den schönen Sachen, die es hier gibt. Zum Beispiel hier Glowstone für alle. Dann hier Ender. Netherquarz, hier dieser Endstein. Oh, ich glaube, ich habe die, ja, ist noch eingeblendet. Dann ist hier dieser Prismarinstein, die Seelaternen, Endgestein habe ich hier mal reingelegt und Obsidian. Dann hier Seelensand, davon sollten die meisten aber genug haben. Aber hier zum Beispiel dieses Myzel. Davon ist noch ganz viel da. Und auch von diesem Stein, das ist der neue Endstein-Ziegeln sind das.
Die habe ich mal schnell im Texturenpack selbst gestaltet. Die sehen jetzt so aus. Könnt ihr mal schreiben, ob die euch so gefallen. Sind so ein bisschen dunkler als das normale Endgestein. Ich kann euch das ja mal zeigen. Aber wirken schon von der... Sind noch ähnlich, ne? Wirken schon noch ähnlich. So, wieder weg damit. Endgestein kommt hier wieder rein. Zack. Und auch ihr kommt wieder da rein. Oh, die lassen sich ziemlich leicht abbauen. Sind nicht sehr robust. Und was in die anderen Fächer kommt, das weiß ich noch nicht. Also, liebe Leute aus dem Dreielbenland, hier könnt ihr euch bedienen. Aber nehmt bitte nur so viel, wie ihr braucht. Ne? Ich fülle das dann auch immer wieder auf. So, jetzt können wir hier wieder rausgehen. Boote können wir natürlich auch bauen. Zum Beispiel könnten wir hier sagen, wir machen immer Birkenholzboote. Da hat man hier dann direkt eine Werkbank. Und da kann man dann ziemlich viele davon gleich auf einen Schlag bauen. So. Moment. Hier muss dann noch normal das Birkenholz wieder rein. Und dann kann man hier Birkenholzboote machen. Zack. Wunderbar. Einwandfrei. Da sind wir fast durch. Hier hinten geht es immer noch rum. Ich habe mir schon überlegt, eigentlich müsste man da oben mit dem oberen Dachgeschoss noch irgendwas machen. Das ist nämlich noch ziemlich leerstehend. Hier das Dachgeschoss. Schön ausgeleuchtet. Bietet sich eigentlich an, um daraus... Das heißt, haben wir noch Holz da? Ja, wir haben noch 48 Holz da. Hier müssten wir dann theoretisch auch wieder Pfosten hin machen, ne? So. Dürfen wir nicht vergessen. So, kommt hier auch noch Gebälk rein. Um das ganze Dach noch ein bisschen besser abzustützen. Und normal kann man hier so Betten reinmachen. Für Reisende zum Beispiel. Oder für Schiffsbesatzungen. Ah, guck mal, die untere Kante habe ich hier so gemacht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sollten wir eigentlich überall machen, ne? Oder was meint ihr? Hier dann dasselbe. Hier auch. Genau. Zack. Zack und zack. Hier auch. Überall schön Balken reinzimmern. Und alles ist gut. Alle freuen sich. So. Dann ist das Haus fast fertig. Und wir können uns wieder dem Palaste widmen. Man könnte jetzt natürlich sagen, man macht das hier auch noch. Das wäre dann hier die Breite. Oh, das ist natürlich falsch. Musik ist gerade ein bisschen laut, aber wahrscheinlich nur bei mir auf dem Ohr. Bei euch nicht, ne? Nein, bei euch ist alles in Ordnung. So. Und dann könnte man das Ganze hier noch ein bisschen ausleuchten. Und dann sieht das auch schick aus. Ich glaube, es wird gerade dunkel. Wir müssen wieder raus. Wir müssen wieder raus. Ich hatte auch überlegt, hier eine Treppe hinzumachen. Eventuell hier hinten geht jetzt der Weg rum. Sehr gut. Und hier kommt man wieder zum Hafen runter. Da kann man einmal rumlaufen um das Haus. Ist also ein gutes Haus. Erstmal schlafen. Erstmal einen Schluck trinken. Und morgen geht's weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Birkiholz. Birkenholz wird noch benötigt. Wir haben noch ein wenig hier. Ich sammle mal alles ein, was wir so rumoxidieren haben. Das ist nicht sehr viel, wie ich gerade sehe. Das ist wirklich nicht gerade sehr viel. Was wir am Birkenholz haben. Nee. Wir müssten. Da haben wir nochmal 15 Birkenholzstämme. Ja. Müssten wir noch ein bisschen Birkenholz fällen. Ich glaube, Birken hatten wir hier hinten hingepflanzt irgendwo, ne? Hier oben drauf. Hier haben wir noch ein paar Birken. Die könnten wir noch schnell mal wieder wegnehmen. Genau, nehmen wir die. Denn wir müssen ja den Palast noch fertig bauen. Ich bin echt sehr gespannt, aus welchen Personen sich im Endeffekt dann der Rat der Helden zusammensetzen wird. Ich weiß nicht, wie lange dann dieser Rat bestehen wird, in seiner Form, wie er dann ist. Oder ob er bei jeder Wahl neu bestimmt wird. Ich glaube, er wird erstmal so bestehen bleiben. Und die Leute hier vom Serva, unsere Helden des 3M-Landes, die werden dann eine persönliche Nachricht von mir bekommen. Und können dann abstimmen, wer in diesen Rat der Helden kommt. Also sie können drei Namen nennen. Und die Namen, die am häufigsten genannt wurden, das wird der Rat der drei Elben. Ganz einfache Sache. Das heißt, guckt in den nächsten Tagen dann, wenn es dann soweit ist, mal in euer Postfach. Da werdet ihr eine Nachricht von mir finden. Und ich höre da irgendwelche Leute. Sind da irgendwie Dorfbewohner? Ja, da werdet ihr eine Nachricht von mir finden und ja... Da könnt ihr dann darauf antworten und dann bestimmen wir recht unbürokratisch, will ich das machen, also recht schnell und fix, den Rat der 3M. Und ja,
Die können dann bei der Wahl mit abstimmen, ne? Die haben also auch drei Stimmen sozusagen und können dann bei der Wahl mit abstimmen. Auch ganz wichtig. Okay, jetzt haben wir erstmal ordentlich Birkenholz. Ja, na, 20 Stämme? Ah, nein, da ist ein 64, wollte ich gerade sagen. War das jetzt nur ein Stack? Das wäre aber verdammt wenig gewesen. Unsere Schafwiese hier, die können wir eigentlich wieder auflösen. Die kann eigentlich wieder weg. Immer noch ein paar Birken stehen. Naja, und da unten haben wir noch Schwarzeichen. Ich habe hier überall Holz, was ich schnell mal anpflanzen kann. Gucken nochmal oben in den Kisten, ob da noch Birkenholz ist. Und dann können wir oben nämlich weiter den Palast gestalten. Während wir sozusagen immer näher der Entscheidung kommen, was die Wahl betrifft. Hier ist auf ersten und auf den zweiten Blick kein Birkenholz. Hier sind nochmal 8. Und hier ist nochmal ein 64er. Sehr gut. So, jetzt machen wir folgendes. Wir machen hier den hier. Und den hier. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt machen wir uns gleich erstmal so einen kompletten Stack mit 64er Treppenstufen. So, zack. Und den Rest machen wir auch zu Treppenstufen. Ganz einfach. Weil wir es können. Das heißt, wir werden das nochmal rauslegen. Wir werden hier das restliche Birkenholz auch nochmal in Bretter verwandeln. Zack. Dieses Schaf, das ist schon ganz schön lange hier, ne? Schon ganz schön lange hier am rumspringen. Und bleibt uns auch treu. So, jetzt machen wir hier auch nochmal. Daraus machen wir auch noch. Wir machen jetzt überall Stufen raus. Dann kommen wir auf jeden Fall hin. Und was wir dann über haben, naja, schauen wir mal. Wir haben genau 2 über. Naja, da. So, damit sollten wir jetzt aber endgültig zurechtkommen. Oben auf dem Dach, johe, da gehen wir jetzt auch hoch. Dann haben wir diesen Teil auch abgeschlossen. Wir müssen ja hier im Treppenhaus hoch. Man kann übrigens auch mit der Axt jetzt zuschlagen. Ich hätte mir sogar schon überlegt. Guck mal, da oben steht nämlich ein Creeper und ein Enderman. Das ist gar nicht gut. Da oben ist einfach noch zu dunkel, glaube ich. Muss echt vorsichtig sein hier. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, ich gehe mal gleich hier rechts rum. Hier ist auch noch... Oh, ja. Okay, wir versuchen es mal. Okay, den haben wir erschlagen mit der Axt. Hat uns aber auch fast getötet. Oh Mist. Ich wollte was essen. Ich wollte eigentlich nur was essen, keine Treppenstufen bauen. Das Leben in der Minecraft-Welt ist auf jeden Fall gefährlicher geworden. Gefährlicher. Nicht gefährlicher. Das ist auf jeden Fall gefährlicher geworden. Und hier oben ist aber alles Ugo sozusagen. Da haben wir auch noch ein Bett stehen, also uns kann nichts passieren. Dann können wir jetzt hier endlich das mit den Treppen fertig machen. Dann müssen wir uns langsam mal überlegen, was wir hier im oberen Bereich dann noch anschließen lassen. Ich hatte ja vor, noch eine Etage oben drauf zu flitzen. So war eigentlich der Plan. Sobald wir dann mit den Wahlen durch sind, werden wir wahrscheinlich vom 3-Elmland-Palast weggehen und werden uns wieder anderen Dingen zuwenden. Natürlich werden wir dann erstmal den neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin hier auf dem Server einführen. Beziehungsweise einführen hört sich immer so nicht gut an irgendwie. Wir werden dafür sorgen, dass er sich hier zurechtfindet, werden ihn in seinen neuen Ort begleiten, werden ihn wahrscheinlich auch nochmal damit ausstatten, mit ein paar Tränken, damit er sich Dorfbevölkerung schaffen kann. Ist ja das erste Mal, dass ein Bürgermeister sein Amt antritt, aber im Grunde keine Dorfbevölkerung da ist. Oh, danke Inventory Freak, dass du nachgelegt hast. Keine Dorfbevölkerung da ist. Es ist eigentlich ein Witz, aber es ist so. Wie die Stufen jetzt hier im Endeffekt gesetzt sind, ist egal, weil man sieht sie dann hinterher sowieso nur noch von oben. Und da unten drinnen in den kleinen Fugen, da kann höchstens mal eine Maus spawnen. Und die gibt es noch nicht bei Minecraft, Gott sei Dank. Die würden uns ja das ganze Korn wegfressen. Was auch nicht sehr nett wäre übrigens. Wäre ich nicht sehr begeistert von. Und ich glaube, irgendwie ist... Moment mal, ganz kurz. Ich muss mal ein anderes Lied machen. Oh. Ui, besser. Besser, besser. Dieses unglaublich laute Lied, was ich schon so 100-mal rausnehme. Es kommt aber auch dann wirklich bei jeder Folge wieder, ne? Na, ich dachte eben, wäre ein Creeper hinter mir. Aber den hätte ich ja nicht gehört. Da hätte ich dann nur das Zischen gehört und dann meine Teile durch die Luft fliegen sehen. Und wieder mal wären wir tot, was nicht so gut wäre. Wir müssen uns echt bald mal wieder eine vernünftige Rüstung zulegen. Wir haben gerade 19 Level. Wenn wir ein bisschen mehr hätten, könnten wir uns dann tatsächlich irgendwann mal wieder was Neues zulegen.
das ist ja alles bei dem Versionswechsel auf die 1.9 sozusagen ziemlich kaputt gegangen. Unsere schönen Waffen auch, alles was wir so hatten. Aber naja, es kommen auch bessere Zeiten wieder hier übers 3M-Land. Ich möchte übrigens gerne mal wissen, jetzt so die Wahlen stehen an. Und ihr wisst ja, ich komme aus Emeraldien. Und in Emeraldien, die Herrscher, die wissen wohl auch, dass es das 3M-Land gibt. Aber wir haben eigentlich schon lange nicht mehr so mal gehorcht, wie sie überhaupt zum 3M-Land stehen und was da überhaupt momentan so über uns geredet wird. Das ist immer ganz wichtig, das Gerede bei Hofe über uns ist sehr, sehr wichtig, denn nur so können wir sicher sein, dass wir hier in Ruhe gelassen werden von den anderen Reichen und auch von den Armen natürlich. Nein, von dem smaragdenen Thron sozusagen im Emeraldien. Da müssen wir echt mal einen Agenten losschicken. Am besten wir suchen gleich mal zusammen 00 Ingo Linde, der dann mal nach Emeraldien reisen kann. Ich habe auch gehört, es sind neue Dorfbewohner angekommen. Mit dem müssten wir auch mal ein bisschen handeln. Also wir vernachlässigen so ein bisschen unsere Pflichten, alles wegen der Wahl. Die jetzt übrigens schon viel zu lange dauert, das weiß ich. Ich komme da nicht richtig aus dem Knick. Ich habe die Bauaufgabe viel zu spät angesetzt. Nächstes Mal werde ich das alles vielleicht ganz anders machen oder ganz anders. Vielleicht wird es auch nie wieder eine Wahl geben, man weiß es nicht genau. Das werdet ihr alles noch erfahren. Wenn ich das überhaupt dann ein für alle Mal sagen kann. Mal gucken. Aber wie schon gesagt, wir wollen Ingo Linde losschicken, um mal so zu horchen, wie denn im fernen Emeraldien über uns gedacht wird, über uns 3M-Länder. Ich könnte mir vorstellen, dass es da geteilte Meinungen gibt. Ist natürlich immer nicht schlecht, wenn die Emeraldier uns gar nicht so richtig auf dem Schirm haben oder nicht ernst nehmen. Das wäre gar nicht schlecht. Allerdings hätten wir da noch keinen Schutz von der Seite. Ne? Da gibt es ja riesige Heere. Es gibt ziemlich mächtige Herrscher in Emeraldien. Und wenn die dann auf die Idee kommen, auch das 3M-Land, das nehmen wir nochmal so mit. Da marschieren wir jetzt mal ein. Da könnten wir wenig machen, ne? Denn, wir werden nicht reichen. Es gibt sie. Wir haben so viele Birkendinger gemacht und wir reichen immer noch nicht hin. Das gibt's gar nicht. Unglaublich. Ja, wir verbauen alles, was wir haben und dann den Rest machen wir dann später. Ja, so ist das. Ich habe schon überlegt, ob man das hier dann sogar noch so ein bisschen reinzieht. Oh, ist echt hoch hier, ne? Hui. Ganz schön großes Gebäude. Ich glaube, wir müssen da oben noch Fackeln aufhängen, denn sonst wird es echt eng mit den Monstern. Dann werden die uns irgendwann mal den Kopf abfressen. Da können wir überhaupt nichts gegen machen. Wenn wir hier nicht ein bisschen mehr uns um die Monstrositäten kümmern. Und es wird, glaube ich, ganz knapp nicht reichen. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, es geht so. Auf eine Reise müssen wir uns mal wieder machen. Wir müssen mal wieder eine Höhlentour zusammen machen. All dies dann nach der Wahl. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin werden wir an diesem riesigen, gigantischen Bauwerk, dem 3M-Landpalast, weiterbauen. Das war's. Okay, ich glaube, wir können jetzt schlafen. Ja, können wir sogar direkt. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir schicken Ingo Linde mal los. Dafür müssen wir allerdings erstmal wieder, na, ein Bett haben wir dabei, müssen wir erstmal wieder den 3M-Landpalast verlassen. Ich nehme mal lieber das Schwert und ein vernünftiges Schild müssen wir uns auch nochmal bauen. Hapsa. Hier ist alles ruhig in den Gängen. Ah, hier hat vorhin der Skelettmann auf uns gewartet. Oh, da war ein Creeper irgendwo. Da habe ich keine Lust, dass der uns hier im Inneren des Gebäudes begegnet. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber gleich sind wir sicher unten. Uiuiui. Also beleuchtungstechnisch müssen wir echt noch was machen. Ja, und dann werde ich den Ingo Linde gleich mal losschicken, dass der nach Emeraldien reist. Ist ein weiter Weg. Der wird also einige Wochen brauchen, bis er wieder da ist, um mal so zu horchen, wie das große smaragdene Königreich über uns denkt. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich habe auch vor, hier vorne, das können wir eigentlich dann mal demnächst machen, hier vorne soll ein, weil wir haben hier diesen riesigen Palast und da dachte ich mir, hier vorne muss eigentlich so eine Essensausgabe für die Armen hin.
Na, wir müssen auch an die arme Bevölkerung von Hundskrab denken, die es hier immer gibt. Und gerade vor so einem Palast, ich suche Ingo Linde, wäre es nicht schlecht, wenn es da eine Essensausgabe für die arme Bevölkerung gibt. Wir haben ja hier oben eigentlich eine, ne? Und wir müssen uns ein wenig Armee zum Palast holen. Ich suche Ingo Linde, habt ihr den gesehen? Ingo? Ingo Linde? Du bist einer von den neuen Dorfbewohnern, wa? Ein Schlachter? Okay. Er handelt mit Leder. Leder haben wir da. Ich suche 00 Ingo Linde. Ist der hier irgendwo? Die sind hier fleißig am Essen ausgeben. Ist eigentlich schon die Essensausgabe für die arme Bevölkerung. Ui, danke. Brot, lecker. 7 Brot. Wäre aber nicht nötig gewesen. Hier, hast du Ingo Linde gesehen? Nein? Habt ihr Ingo Linde gesehen? Hat hier irgendjemand Ingo Linde gesehen? Du bist Emerald, ja? Du kommst aus... Ja, das sieht man. Ihr beide, ihr seid alles Emerald, ja? Und seid hierher gereist, okay? Und lebt jetzt in Hundskrab. Das ist sehr schön. Was sagt man denn so über Emerald? In das Land der Wilden? Okay. Ich muss Ingo Linde finden. Ingo, hier unten ist er auch nicht. Die Schenke haben auch noch gar nicht ausgebaut, ne? Warum siehst du überhaupt so komisch aus? Naja. Kein Ingo Linde da. Kein Ingo Linde da. Hier, Tim, hast du Ingo gesehen? Auch nicht? Das Heldenviertel ist echt beliebt. Das ist echt beliebt. Trotzdem finde ich hier Ingo nicht. Habt ihr Ingo Linde gesehen irgendwo? Ingo? Was, in Althundsgrab? Okay. Ingo ist in Althundsgrab. Dann gucken wir doch mal. Ingo ist in Althundsgrab. Wahrscheinlich wieder in der roten Lola, seiner Lieblingsschenke. Könnte ich mir vorstellen. Dem Heldenviertel ist echt was los, ne? Da oben ist die Pegasus. Mit der müssen wir auch bald mal wieder reisen. Hupsa. Jups. Hier stehen nur ein paar. Hier ist nicht viel los. Muss man ganz ehrlich sagen. Außer, dass ich gleich verhungere. Na, esse ich mal Brot. Schadet ja meiner schlanken Linie auch nichts, wenn ich mal Brot speise. Wir können noch ein paar Brote beim Amos eigentlich vorbeibringen. Ja, machen wir mal. Kommt. Hallo? Hackebeil, hast du Ingo gesehen? Ach, die verträumten Straßen von Althundsgrab. So hat das Ganze mal angefangen vor vielen, vielen, vielen Folgen. Hier habt ihr Ingo... Ingo? Bist du das? Bist du da unter? Ist das Ingo? Ich glaube nicht, ne? General Tic-Tac, lass mich bitte mal durch. Hier, Musselbett, hast du Ingo gesehen? Nein? Vielleicht im Armenhaus. Aber wahrscheinlich in der roten Lola, könnte ich mir vorstellen. Der Ingo, ne? Was machst du denn da? Sitzt im Bett. Orakel haben wir auch keins. Wahrscheinlich ist er in der roten Lola. Könnte ich mir vorstellen. Wir gehen nochmal bei der Waldorfschule vorbei. Vielleicht ist er da. Oh, hier ist auch so einiges los. Mal gucken, vielleicht ist er hier oben auf dem Dach. Er tanzt ja auch gerne, der Ingo. Ist der Ingo Linde irgendwo hier? Nö. Auch kein Ingo. Ja, meine lieben tapferen Freunde, es sieht ganz so aus, als wenn Ingo Linde irgendwie nicht da wäre. Habt ihr Ingo Linde gesehen? Nein. Ingo? Nö. Ey, pass doch mal auf, eiserner Kerl. Gibt's doch gar nicht. Nee, sieht so aus. Ich weiß nicht, habt ihr in dem Video irgendwo Ingo... Wer bist du denn? Okay, wir haben ziemlich viele neue Dorfeinwohner, aber Ingo sehe ich hier nirgends. Ingo ist hier nirgends zu sehen. Ich gehe mal in die rote Lola. Vielleicht ist er da. So wurde uns ja berichtet. So wurde uns ja berichtet. Rote Lola... Ach hier, Wirt und Wirtin der roten Lola. Die, ja, ich weiß, das ist die rote Lola selber. Ingo Linde ist nicht zufällig hier, ne? Ne, auch nur wieder welche von diesen... Und Metal Manfred ist auch nicht mehr da. Hat sein Arrangement gekündigt. Und ich sehe gerade 24 Minuten. Wir gucken nochmal ganz oben in die Rotlichtzone von der roten Lola. Vielleicht ist Ingo ja da irgendwo. Hallo?
Ein Huhn. Nee, ich will nicht stören. War der Ingo? Ja, der war hier. Ist wieder abgehauen. Arg. Es wird, ist nicht, ihr seht es nicht so einfach, den Ingo zu finden. Er ist nicht da. Okay, wir werden mal gucken, dass wir den mal auftreiben. Und bis dahin sage ich erstmal, liebe Leute, vielleicht, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf, ja, ist nicht da. Wiedergesehen.